bin hier im Pinguin-Projekt für insgesamt 7 Wochen und es gefällt mir bis jetzt echt gut. Also hier im Projekt wurde man vor allem erstmal von dem Fischgeruch begrüßt. Das war so das allererste, was einem aufgefallen ist. Und dann durften halt auch gleich schon mit dem Handling, also mit dem Halten der Pinguine beginnen. Und das war halt schon so ein einzigartiges Gefühl, dass man die Pinguine auch so direkt anfassen darf. Wir haben einen Pinguin, der heißt Rocky. Der gehört halt zu dem Homepen und das ist halt so der bekannteste Pinguin hier bei uns. Und der verbringt halt fast seinen ganzen Tag auf dem einen Felsen und ist hier so gesehen so der kleine Star, mit dem alle Fotos machen wollen und streicheln wollen. Mein größtes Highlight hier im Projekt war das Füttern. Das macht auch mittlerweile echt Spaß. Das war am Anfang halt auch ziemlich schwierig, so den richtigen Griff dafür zu finden und die Fische richtig ins Maul zu kriegen. Aber das war echt schon so ein Highlight. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Von der Stadt bin ich allgemein geflasht und es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten und bekannte Orte wie zum Beispiel den Tafelberg oder den Lion's Head. Und dort hatte man halt auch eine super Sicht so über Kapstadt und das Meer. Das war auch schon echt ein Highlight. Das kann ich auch nur jedem Volunteer empfehlen, der nach Kapstadt kommt.